Flavio Briatore, Ex von Heidi und Vater von Leni Klum, zelebriert gesundheitlich angeschlagen seinen 72. Geburtstag. Seine Liebsten geben ihm Halt, denn vor kurzem musste der Ex-Formel-1-Teamchef operiert werden. Nanu. Der ehemalige Formel-1-Teamchef Flavio Briatore wurde am 12. April 2022 72 Jahre alt. Seinen Ehrentag verbrachte Heidi Klums, 48, Ex jedoch im Rollstuhl. Doch wie kam es dazu? Flavio Briatore zelebriert seinen Ehrentag im Rollstuhl. Der Zahn der Zeit scheint auch an dem einstigen Playboy und italienischen Unternehmer zu nagen. Etwas unscheinbar sitzt er mit seiner zweiten Ex-Ehefrau Elisabetta Gregoracci, 42, und seinem Sohn Nathan Falco Briatore, 12, in einer Mailänder Pizzeria. Vor ihm steht eine prächtige Schokoladengeburtstagstorte. Über ihm hängt sogar eine Schwarz-Weiß-Aufnahme seiner Person, neben einer weiteren Fotografie von Kylie und Kendall Jenner, anscheinend ein echter Promi-Hotspot. Auch wenn Flavio Briatore auf den Rollstuhl angewiesen ist, genießt er es sichtlich, im Kreise seiner Liebsten zu sein. Briatore musste operiert werden. Die gesundheitliche Einschränkung klärt der Vater von Klums erster Tochter Leni, 17, der erst kürzlich in einem Interview eine Liebeserklärung machte, selbst auf Instagram auf. Vor gut zwei Wochen musste er sich einer Achillessehnenoperation unterziehen. Zu einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus am Tag nach dem Eingriff schrieb er: Alles ist gut verlaufen und ich stehe kurz vor meiner Entlassung. Nun erwartet mich eine Zeit der Unbeweglichkeit, aber ich werde wie immer weiter arbeiten und aktiv bleiben. Intakte Patchwork-Familie und viel Liebe für Heidi und Leni Klum. In dieser sicherlich gesundheitlich herausfordernden Zeit scheint seine Ex-Frau Elisabetta ihm beizustehen. Das Paar war von 2008 bis 2017 verheiratet, hat aber immer noch ein gutes Verhältnis. Briatore konnte sich mittlerweile eine intakte Patchwork-Familie aufbauen.